Zurück im verrückten Labyrinth des Dr. Mabuse. Die Ecke ist wirklich kein Spaßabschnitt. Behalten Sie die Kontrolle! Nimm dagegen an, nee, Kontrolle. Ich glaube, wir müssen versuchen, dieses kleine Fieber auf dich los, Ras vielleicht zu kriegen oder das so. Das hat mich ja nicht mal bekommen. Das hat mich ja nicht bekommen. Auf meinem Bildschirm kam es halt von hinten auf dich zu, Ras. Hab ich jetzt eben zu Boden gemacht, kurz. Vorsicht! Er mag mich! Und ganz weit weg, lauf! Du bist viel zu nah dran! Warum denn? Wird's wegen dem Scheiß da, der hat dich eben auch schon erwischt. Wow. Okay, er hat die Dinger am Rücken. Denken wir mal ganz logisch. Er hat die am Rücken, also müssen wir versuchen, von hinten an ihn ranzukommen. Er konzentriert sich auf mich. Wow. Oh. Guckt ihr dich an? Nö, immer noch, nee, nicht. Noch nicht. Auch alle und auch alle. Er geht auf dich los, ne? Okay. Donnerrisotto. Hab ihn! Der Vieh ist bei mir! Es jagt dich aber! Ich hab's, das Vieh ist tot! Angriff! Ja! Und ruft er! Auf orange Zeug! Es ist schwer für mich zu treffen! Was ist denn das für eine Schwabbelschiete? Das war viel besser, du. Das war um einiges besser taktiert eben. Also genauso weitermachen im Bestfall. Er lässt sich nicht abwimmeln. Wir müssen ihn erledigen, wenn er im Kokon ist. Hatten wir eben schon. Alles klar. Und wieder ein bisschen Abstand. Wow, hat er mich fast gekriegt. Sehr gut, sehr gut. Egit! Hab ihn! Haha! Einen von beiden hab ich, von den beiden Blasen auf seinen Rücken. Blas! Mag er mich nicht mehr. Achtung, Vorsicht, der kommt in beide Richtungen. Mein Gott, Octopus Dad, hau doch ab hier. Die Super Tentakel sind wieder da, Vorsicht, lauf! Jeder Anime-Freund wird sich jetzt ins Fäustchen freuen. Wo ist Cheva, wenn man sie braucht? Die kann das. Aber nee, wir müssen hier mit gemeinsam machen. Liebe! Er wirft was! Ich werf auch was! Hab ihn nochmal zu Boden gebracht. Wird das ein Kokon? Nee, er wird kein Kokon, er liegt aber am Boden. Nein, er ist geblendet. Ach so, okay. Ich dachte erst, ich hätte ihn. Und dann war ich ganz traurig. So, hab ihn. Ja. Ich versuche Tim hier aufzuhalten. Ich kriege ihn nicht. Lauf. Lass den Kleenex sehen. Lass den Kleenex. Hab ihn. Hab die Kleinen. Nix mehr Munition. Alles kaputt. Lauf weg. Ah. Und jetzt fest drauf. Oh, du geile Sau! Was machst du denn da? Nahkampf! Dann lauf weg jetzt wieder! Du geile Sau, was war das denn? Pfui, Deivel! Vorher ausgepackt, oder? Ja. Ging das von selbst? Das große Messer in der Hand, ja, das Burschmesser. Aber ich bin jetzt auch wieder komplett leer. Naja. Schaffen wir aber. Und jetzt kein Misspawn. Komm runter, du Sackgesicht! Mal schon. Warum ist er noch neben mir? Ah, ich hab irgendwas erwischt. Ich bin fast tot. Danke. Sehr gut. Ich kann ja nicht schießen. Ich auch nicht. Bin zu schwach gerade. Ich habe nichts mehr, nichts mehr, gar nichts mehr. Jetzt bin ich komplett kaputt. Lass mich nicht treffen. Okay, ich kann gleich hier. Zwifft er wieder zu mir.
Vorsicht. Spuckt wieder Mist. Herr von Schniedelwurzen. Das will ich am besten, ich nehme meinen Greifen. Mein Blitz. Ein hab ich. Sehr gut, ich bin da. Oder auch nicht. Verdammt. Wie liegen jetzt die Gegenstände rum? Für mich nicht. Renn hier schon wie so ein Bekloppter. Vorsicht. Lauf! Verdammt, schwierig. Nicht. Ich treffe ihn nicht. Boah, hätte ich fast gekriegt, oder? Aber nur fast. Ich hab schon wieder nicht gekriegt. Ey, wirf was! Lauf! Ah! Was war das denn? Container, ich will Container teilen. Scheiße. Finde ich auch nicht jetzt. Jetzt wird er richtig aggro hier. Bin ich fast gekriegt. Oh nein, ist der super Tentakel. Ja, wie geht's dir sonst so? Ganz gut, denke ich. Was hältst du eigentlich von Brezeln? Esse ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Die letzte habe ich mit dir im Kino gegessen und die war ja mehr Salz als Brezel. Erwirft! Selbstgemachte finde ich gut. Da ist der Salzanteil ist wirklich immer das Wichtigste dabei. Ja. Wie stark der ist und so weiter. Hab ihn! Sehr gut, ich hole das Vieh, ich hole das Vieh. Hab das Vieh. Haben wir immer noch keinen Namen für das kleine Vieh? Ich nenne es immer noch Vieh. Kaputt! Den Wichser hole ich mir! Wo ist mein Messer? Wo ist mein Messer? Da ist mein Messer! Fick dich! Geil! Aber geht nicht hinterher! Nee, war nicht! Jetzt aber! Sehr gut, mein Freund! Du sammelst darin und du fehlst immer noch am Leben! Die gute alte 3. Wird wohl nie alt, der Witz. Haftet aber auch nicht richtig hin. Das schaffen wir schon noch. Etwas nervig, aber kriegen wir hin. Au! Das hat voll diese Dinger erwischt, ey. Fuck. Lauf. Pierce, bitte nicht jetzt sterben. Bitte jetzt nicht sterben. Don't die, Pierce. We need you. Wir needen Pierce. Das Ganze da hinten. Vorsicht, was hier? Ihr macht Spooky Spooky. Mit seinem Mund ganz viel Orichiko. Er ist ausgewichen. Ist das ein Koloss, den wir hier fällen müssen, oder? Ekelhaft, sagt er nur. Kommt mir vor wie bei Dark Souls. Mein Gott, und Pierce kann nicht zielen. Ey, der wackelt nur rum. Da schweben wir in der Luft. Bei den Kokons. Oh yeah. Ich hab ihn einmal erwischt. Ja, einer ist weg. Jetzt mag er mich nicht mehr. Er kommt wieder runter, Vorsicht. Oh, yeah. Come to Papa. Let's do this! Yes! Ja! Oh Gott, das Vieh, lauf! Er kommt, es kommt zu mir! Greif ihn an, ich schieß selbst los. Na klar. Komm schon. Oh nein. Bringt's nicht? Sind das die Säuredinger? Ja. Die bringen nicht viel, verdammt. Ach Mann, ich hab mich nicht treffen lassen dürfen. So ein Scheiß. Komm schon, Pierce, krieg dich wieder ein. Pierce heilt sich nicht. Warum heilt sich Pierce nicht? Heil dich! Er macht nichts! Kannst du mich heilen? Na, ich kann's versuchen. Bist du nicht mit was? Jetzt hat er sich geheilt, jetzt hat er es endlich gemacht. Okay. Gerade eben erst. So
Viecher kommen von oben. Ja. Nein. Ich spuck schon wieder. Das ist jetzt von oben von mir. Ja. Okay. Sehr gut. Da hilft's. Ja! Da scheint's zu helfen. Aber nicht, wenn er ein Kokon ist. Nee, das bringt dann scheinbar nichts. Wahrscheinlich, weil er selber säureresistent ist oder so eine Scheiße. Irgendwie sowas, ja. Irgendeine logische Aktivierung muss das eben. Der liegt da rum. Hat ja schon. Wow! Wow! Hab ich fast gekriegt! Oh! Ja, komm schon, Alter. Wo ist dein letztes Feeding? Wow! Oh Scheiße! Nein! Hilfe! Darf mir schon. Hey, warum kriege ich das nicht? Keine Ahnung. Große Tentakel, lauf! Oh Scheiße! Scheiße! Das war knapp. Den schaffen wir doch, komm! Ein paar sein! Wo ist der Tentakel? Lauf! Wow! Lass dich nicht anfassen! Abend! Was? Was hab ich hier umgehauen? Irgendwas hab ich getroffen! Es ist ab! Ja! Wo ist der Vieh? Wo ist der Vieh? Oh, es hat mich gejagt. Es explodiert einfach weiter. Von selbst. So, ran da mit deinem Messer. Zack, meine Kranz, Alter. Ja! Ja! Oh, shit. Ja. Muss man drücken. Und nochmal. Greif an. Greif den Vieh an das Herz mit dem Messer. Ja, ich muss jetzt mal hinkriechen, Junge. Das schaffst du, den Job vorher nicht, das ist voll gut. Ich hab's in der Kontrolle. Ja! Weg! Oh, scheiße, 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 scheiße! Oh! Das ist scheiße, 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 scheiße bei dir, kam in der Sekunde, wo du merkst, dass du was drücken musst. Nee, ich hatte eine lange Zeit, wie ich brauchte, um wieder aufzustehen. Und ich wollte helfen. Du hast irgendwo Scheiße, Scheiße, Scheiße gerufen. Da hast du bestimmt was drücken müssen, oder? Ja, ich habe gesehen, dass ich wackeln muss und dass sich der Rahmen fast gar nicht bewegt, wenn ich wackel. Und musste mich echt ins Zeug legen. Ist Pat erstmal zerstört dabei? Zeig mir ganz rote Hand. Sie sind ein Heldsoldat. Solange sie das nicht hören. Oh, darauf erstmal einen Doppelkeks. Lecker, lecker, wie vom Bäcker. Pierce, sie sieht scheiße aus. Gehen wir. Der arme Kerl, ey. Das ist mein Held bei Resident Evil. Also, ach, Arm weg, scheißegal. Abreißen, das Ding. Und dann stellen wir so eine Kanüle rein und dann geht es uns besser. Schon wieder drehen. Haben Sie gehört? Oh, hier ist ein Kraut links. Ein Rohr, ja? Ein Grünet. Links ist ein Kraut, ein Grünet. Stimmt. Ich kann aber nichts einsetzen. Ja, ich bin ja überhaupt fallen gelassen, oder? Weiß ich gar nicht. Das war schon. Sieht nicht so aus. Nicht so aus. Hätte ich nicht eigentlich das ganze Wasser hier unter Strom setzen müssen mit meinem Angriff? Schon möglich. So, jetzt dürfen wir nochmal rennen. Ich geht ja alles den Bach runter. Den Bach. Und wir sind im Wasser. Infrastruktur der Anlage gefährdet. Okay. Was ist denn jetzt hier los? Ich muss diese Wände, muss diese komischen Schleimwände weghauen und du musst mich währenddessen schützen. Los geht's. Ich kann nämlich nicht sprinten. Du kannst sprinten. Wie soll ich denn schützen? Mit Wappen. Ruhig hier. Und einfach weiter. Ich schaff das schon. Ja. Ja, ich ging fest.
Ich sehe dich nicht mehr. Ja, ich bin nur sehr langsam. Und meine Verletzung. Oder meine Mutation. Und durch. Auf durch. Ich bin hinter dir festgeklebt. Wow, das war knapp. Komm schon. Und Nappert ist ein Polo. Oh, Kamera, hör auf. Ein Polo. Wie Teufel. Es sonnt mich ein. So, haben wir jetzt? Ich würde gerade, haben wir durch? Ich würde schwer hoffen, weil ich habe nicht an Munition mehr. Ich auch nicht in dem Sinne. Ich habe nur ein bisschen Elektrizität. Voll Yellowstrom. Wir haben es fast geschafft. Du musst weh tun, ey. Das ist eine Mutation. Der sieht auch nicht gesund aus, der Narben-Johnny. Überhaupt nicht. Sehen Sie, wir sind hier gleich weg. Sie könnte schlimmer, oder? Komm schon. Ich mach das mal vor, ey. Endlich. Los geht's, Pierce. Wir hauen hier ab. Mein Held! Öffne dir die Tür! Hören Sie auf mich! Wir können beide von ihr fliehen! Es bleibt nur Zeit! Aber was willst du damit ihm machen? Willst du den zu Hause als Gruselkabinett-Figur einstellen? Willst du ihn eintoppen und dann jeden Tag Wasser und Dünger reintun, damit er schön wächst? Chris verliert schon wieder einen Kameraden. Ich bin der Moosmann. Wenn man mich leckt, schmecke ich wie ein Waldmeister-Lolli. Tja. Scheiß auf Taucherkrankheit. Wir reisen mit 200 Stundenkilometern in die Oberfläche. Das ist ja wurscht. Ein U-Boot ist ja egal. Ja, hast du recht. Mann, das lebt ja immer noch. Ich bin da, Jobert. Mach auf! Und der eine Blitz tötet das Vieh jetzt, weißt du? Wie auch immer er das gemacht hat. Fliegt denn da nur in der Luft? Unter Wasserbasis. Mami, ich hab meinen Tischtennisball schon wieder in den Teich reingeworfen. Willkommen bei Subnautica. Und so geht's los, genau. Subnautica, Leute, jetzt bei euch im Xbox Live Shop. Letztens angetestet und wir haben es für gar nicht so schlecht befunden. Ja, stimmt. Ich muss dazu sagen, wir werden nicht gesponsert von Fast Subnautica. Falls ihr aber möchtet, wir stehen zur Verfügung. Richtig. Ebenso für Karls Hot Dogs. Karl, ruf uns an. Wir machen dir ein gutes Angebot. Willst du dich wirklich den Rest deines Lebens mit Hot Dogs ernähren? Ja, das ist geil. Ich kann irgendwie so nach 2-3 Würsten, habe ich dann erstmal die Schnauze voll. Ich kann nie eine Würste haben. That's what she said. Wir haben's geschafft. Wir sind gut. Wir wackeln, wir sind toll, wir freuen uns. Wir wackeln? Ingenieure! Ja, wir wackeln. Ich wackel zumindest. Du wackelst, ich wackel nicht. Ich muss ganz dringend pieseln. Oh, du, ich auch. Dementsprechend enden wir hier die Folge. Pinkelpause.
Okay. Der Typ heißt Miss. Und dieser ist Miss. Sag doch was. Lieber nicht. Ich sag tschüss, Leute. Danke für Zugucken. Zweite Kampagne ist durch. Ich bin auch durch. Seid dabei. Geht nur weiter.